Es ist Mittwoch, das heißt, heute gibt es eine Kurzbesprechung. Viel Spaß. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte Talks Malls. Am Mittwoch wieder etwas kürzer mit einer knackigen Kurzbesprechung. Ich versuche, mich unter 5 Minuten zu halten. Der Whisky heute ist ein kleines Geschenk von einer Kollegin und Freundin. Susanne Appold hat mir ihre neue Myra-Abfüllung geschickt, die online, wie ich gesehen habe, sehr, sehr gut weggekommen ist. Und dann dachte ich mir, ach, wenn du die probierst, dann mach das doch einfach direkt im Video. Also, ich erzähle euch erstmal kurz, was für eine Abfüllung das ist. So sieht das kleine Sample aus, was ich bekommen habe. Ja, sehr, sehr schönes Etikett, sieht auch auf der Flasche toll aus. Und was haben wir? Wir haben natürlich Magmyra, einen eleganten, das heißt nicht rauchigen, 49,1%. Und wir haben ein Cask Finish. Und das ist ein besonderes Fass, nämlich ein Amarone-Fass. Das gibt es bei Magmyra wirklich nicht häufig. Und da ranzukommen ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie Suse das geschafft hat. Wenn du das Video siehst, erzähl es mir noch mal bei Gelegenheit. Und ich habe gehört, der soll ja sehr, sehr lange im Glas brauchen. Deswegen steht er jetzt auch schon wirklich eine ganze Weile hier, bestimmt eine Viertelstunde, auch offen, nicht abgedeckt, dass der richtig atmen kann. Und ja, ich hoffe, dass es ihm dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, besser geht. Magmyra ist ja dafür bekannt, dass die Whiskys ja, atmen müssen. Und ihr kennt den Hinweis, auch ich bin genau wie Suse Brand Ambassador für die Firma. Insofern muss ich den Whisky jetzt ja aus gleich zwei Gründen loben. In der Nase nach jetzt viel Zeit, also wenn man den aufmacht und einschenkt, ist der wirklich sehr verschlossen. Und man denkt, okay, ja, ist nicht viel los, ne? Aber jetzt mit Zeit, getrocknete Früchte, so ein bisschen Rumtopf, Rumrosine, Schokolade mit Rosinen drin. Sehr schön, kräftig fruchtig. Gefällt mir aber sehr gut. So eine leichte Eichenholzwürze ist mit drin. Die kommt bei Magmyra für mich im eleganten Destillat sehr, sehr häufig auch einfach viel besser rüber als im rauchigen Destillat. So ein warmes Holz und dann sehr fruchtig. So eine fast so eine ganze Obstplantage, Erdbeere habe ich noch ein bisschen gärig und die 49,1% geben eine schöne Kraft, ohne dass hier diese Fassstärke, die es ja ist, zu stark ist. Und man denkt, oh, da muss Wasser rein, das kühlt in der Nase, das brennt. Das ist alles nicht der Fall. Also probieren wir mal. Schön, dass ihr reinschaut. Skoll! Also im Geschmack. Schön fruchtig, ein richtig toller, kräftiger, aussagekräftiger Sommerwhisky. Jetzt, ich habe gar nicht so viel so helle Früchte, wenig Apfel, wenig Birne, obwohl das immer für mich die Brennereinoten von Magmyra sind. Das ist so im Hintergrund, aber es ist mehr so eine ganze Streuobstwiese, alles Mögliche ist da mit drin. Und dann immer wieder die Beeren. Ich bin sehr viel bei Rosine. Die Holzigkeit kommt schön mit rein und deswegen hat er eine gute Kraft, ist aber einfach super fruchtig. Ja, ich will nicht sagen leicht, aber für den Sommer gut geeignet. Im Fazit klassischer für mich Terrassenwhisky und mit Terrassenwhisky verbindet man ja vielleicht eher so langweilige, leichte Whiskys, aber der ist dann so für die Sonnenuntergangszeit für mich. Ja, es kühlt ein bisschen ab, es kann ein bisschen kräftiger werden im Geschmack. Da passt der für mich richtig gut rein. Ich glaube, es gibt noch ein paar Flaschen. Wenn ihr jetzt heiß seid, dann könnt ihr den auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, noch kaufen. Halb Liter kommt er in der vollen Flasche. Wirklich eine Empfehlung. Magmyra aus dem Amarone gibt es nicht so häufig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst nicht das Abo. Ciao.